Digga, was ist hier schon wieder los? So ein Durcheinander. Mo, halt mal deine Fresse, der soll doch uns essen. Ey, wer bist du? Jetzt euch, Alter. MOB. Hallo, MOB. Ey, yo, MOB. Yo, Mo. MOB for life, Mann. MOB for life. Ja. Los, lass uns wieder zurück zur Hütte, los. Schnell. Jo, schnell in die Hütte, Jungs, ey. Schnell in die Hütte. Ey, wieso stehe ich im Auto drin? Come on to the other car, come on to the other car, big car. Ich hab echt überlegt. Nehmen wir uns mal Platz. Ja, nein. Und zurück zur Hood, Jungs. Wer von uns fehlt noch? Wer von uns fehlt noch? Ey, wenn jetzt einer von uns ausblutet, ist echt richtig scheiße. Wir sind gerade ausgerüstet. Alle ausgerüstet mit Text und erweitert Magazin und sonst was. Warte, sind da noch welche von uns? Weiß ich nicht. Stellen wir mit oder macht da was für den? Ey Jungs, eine Karre sollte man. Ich mach einfach selber. Kate, wann bist du da? Lass mal nachgucken, ob der ja nachher mit ist. Genau am Rüstentag. Genau am Rüstentag. Okay. Was hast du gesagt, Sosa? Was brauchst du? Weiß ich nicht. Vielleicht liegt hier noch irgendjemand. Oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ein Auto soll mal hinfahren und gucken in den Ecken, ob jemand von uns vielleicht noch liegt, weißt du? Meinst du bei dem Blatt? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber eigentlich sollten ja alle Leute da sein, oder? Weil wir alle ausgerüstet sind mit Text. Kommt erstmal zurück und lass Kontrolle machen. Diese GW anfahren. Einer fehlt noch. Ja, oh Mann, Alter. So. Stellt euch mal da auf, Mann, an diesem Kreisel. Aua, oh mein Gott. Ich hätte jetzt nicht ran, der muss da irgendwo noch liegen. Nein, ich bin hier unterwegs. Wir haben mich schon abgeholt. Okay, alles klar. Luca, danke dir für deine 2. Was hast du für eine Brille, Mann? Ihr Wichser, hab ich nicht gesagt, ihr sollt euch aufstellen! Sosa, hier sind irgendwelche komischen Leute. Wir sind Leute Mechaniker, Mann. Big Sosa, wir wollen gerne bei Application, Mann. Application. Wir wollen so cool sein wie ihr, Mann. Geld, ja, Mechaniker, Mann. Weißt du, was ich als Mechaniker mal bearbeitet hab? Den Arsch deiner Mutter, Mann. Und jetzt verzieht euch ihr Wichser, bevor ich dich Bro, wir reden über Big Mama, Mann. Mann, die Hure. Alter, du Scheiße, Mann. Was suchst du, Wichser, in meiner Hut, hä? Nur weil sie ihre Hose nicht aufziehen kann, wir wollen uns vorstellen. Ja, komm mal, komm mal. Okay, Mann, Alter. Hi, Bro. Oh. Warte mal. Ist jeder da? Zählt mal nach. Nein, wir sind noch nicht da. Verloren, Medikus. Okay. Oh! Oh! Wer sind diese drei Hampelmänner eigentlich? Keine Ahnung. Warte, das Anwärter, wir müssen links stehen. Komm. Nein, so, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Wieso läuft der Einer? Also, danke dir für deinen Zweig. Von meinen Tanzen. Ich glaube, das war vom letzten Bankraub, Kevin, weißt du noch? Geht's dir gut, Homie? Ja? Lauf mal nochmal eine Runde, Homie, Alter. Du gefällst mir irgendwie, Homie, Alter. Lauf genau du nochmal eine Runde, Homie, du. Mann, was ist. Jo, Mann, Alter. Ihr verdammten Wichser, was sucht denn ihr? Ey, wir wollten uns vorstellen, Bro. Oh, Application, Bro. Application? Ja, yeah, Bro, yes. Wir sind College Dropouts, you know? Bro, we want to be like MOBs, money of our bitches. Wie sind denn eure Namen? We don't have bitches, we have money. My name is Big R. Big R, okay? Yes. Big R? Da Sean, Bro. My name is, Sean. Big Na, na, da Sean. Wir haben einen guten Shooter. Da schon Big A und wer ist der Fettsack in der Mitte? Hey, yo, my man, I'm not fat, bro. Big Little D. Big Little D. Yeah, man, for sure, bro. Also, du hast einen großen kleinen Schwanz. Yeah, man. In unserer Mutter. Du hast einen riesigen kleinen Schwanz, man. Unsere Mama ist Big Mama, man. Unsere Mutter ist Big Mama, man. Ja, vom Platz. Big Mama ist euer Vater. Mama, bro, Mama.
Mama, Mama, Mama. Bro, sieht von jedem die Big Mama, Bro. Okay, wenn ihr richtige Eier habt, ja? Ja. Wenn ihr richtige Eier habt. Die hab ich nicht, Bro. Und ein richtiger Immobiler werden wollt, dann geht ihr jetzt. Los und knallt 5 Polizisten ab. 5 Polizisten, Mann, die können meine Polizisten. Eier blasen, Mann. Ja, 5 Polizisten, Mann. 5 Polizisten. Okay, Bruder, wir ficken jetzt gleich. Und Sick Sosa am Bild, Homie. Ah, warte noch. Vergiss nicht, mir ein Bild zu ticken. Ja, aber wir haben schon. Was willst du tickern, Junge? Sicken. Was für Teriyaki, Mann. Verkauf dein Chicken woanders, du Bastard, Alter. Was habt ihr gegen Chicken, Bro? Ich dachte, wir lieben Chicken. Yo, hör mir zu, Mann. Ihr haut 5 Polizisten um und schickt mir ein Bild davon, ja? What if we rap a beat for you? I'm a good rapper, I swear. Okay, dann mach ein Beat an. Big R ist der beste Freestyler. What beat you need? What's your beat for beat, man? What you need beat, bro? Tell me beat name, I make a fucking stupid man a beat, man. Stöhnt einfach. Like Tupac motherfucker beat Dr. Dre. Ja, man, Dr. Dre. Digga. Okay, I make a beat. Okay, man. Wait, please. MLB, come make a thing. Make Christ, boys? Yes. Yeah. Okay, come on. Let's go, Bigar. Come on. What do you want? Yeah. Es ist 1, 2, 3 in the flow. Schieb mein Schwanz und platz dein Arsch auf. Warte, ich dachte, wir machen GW, lang. Yeah. 1, 2, 3, ich guck auf meinen Schwanz. Dann schieb ich ihn rein, bis er nicht mehr kann. Dann merke ich, dass ein Typ ist, dann hält er mich auf. Und ich schiebe mich. Und du bist rein ich. Hell nah, war das scheiße, Mann. Hell nah. Scheiße, man kann es besser. Ja, komm, natürlich kann jeder von uns kann das besser, Mann. Okay, ja, Mann, dann lass mal Kevin rappen, Bro. Okay, dann macht ein Battle, fang an. Der Beat zu laut, Alter, Mann. Ist der Beat zu laut? Ja, also seiner von hier. Wer hat den angemacht hier? Ich mal. Ah, okay. So besser? Ja, Mann, ein bisschen lauter, Bro. Ein bisschen lauter. Little louder? Ja. Ja. Ja, Mann. Ja. Ja, so ist gut, Mann, so ist gut. Little louder, Mann. Ich sehe den Typen mit keinem Schwanz. Okay, es ist so. Yo. Ist Cloud deine Deutschmappe. Ja. Wichs dir auf deine gelbe Kappe. Okay, go. Danach trinke ich Cola Frappe. Change, man. Bro. Okay, so. You have looking like you come from a blood because there are tampons and you have the cramp F to the flow. Ah, of English. Look at the crime and the S in the line and with the M-O-B. Money of our bloods. Crap in the crap and the black in the sub and the hope in the cup and the make. Ah, okay. Okay, yeah. Young motherfucker, you will beef. Yeah. I fuck your mom and you use long sleeve. Hey. Motherfucker. Motherfucker beef. Are you calling motherfucker? Was sind das beef? First beef. My dildo. That's all. Beef. Beef. Keef. Yeah. Fick mich tief. Oh shit. Wie ich das Koks über deinen Arsch schnief. Aber ich wollte schon eine Pringles-Dose Tourist danach. Oh mein Gott! Ah, jetzt mal endlich. Ich lass mich ab und zu den Arsch wickeln, aber sag's keinen. Okay, warte. Dann brauchen wir den Beat, Homie. Not another beat, bro. Dann brauchen wir den Beat. Da brauchen wir einen Evil. Can I sit on beer flasche now? Yeah, come on, make it bodenlos mal wieder, Digga. Ich glaub, wir brauchen dich. Ist das bodenlos mal wieder? Adlibs, baby. Sit down. Okay. Ich bekomme meine Benachrichtigung auf mein Handy. Das ist die fette kleine Pandy. Benachrichtigung. Benach.
Und, ich will Doggy genommen werden von Ali, meinem Vater. Ali. Ich reite so lang, wie auf jedem Schwanz von euch. Yeah, auf meinen Schwanz. Ich werde Fäust. Ja, ich spuck auf. Ich geb weiter zu. Ja, Baby. Sosa. Aha, Sosa. 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 Ja. Gangbang ohne Kondom. Sosa ist gerade nicht da. Nein. Wir sind wieder startklar. Wer will eins wanzen sein Hintern? Ich will. Bis er blind Darm bekommt. What up? Hey, yo, what's up, man? Yeah. Ich rap jetzt gerade eine Line auf spontan. Ich muss lauter reden. Ich bin horny. Ich komm gleich. Denn ich komm gleich. Ey, yo, das ist. Er kommt gleich. Ich glaube, er kommt jetzt. Er kommt gleich. Warte, ich komm gleich. Ja. Er kommt ja alles gleich. Ich bin jetzt gekommen. Ah, jetzt geht's weiter. Ich fick Big Mama, die kleine Hure. Die ihre Hosen sind nicht. Big Mama. Ey, was hast du gegen Big Mama, Mann? Ich hab das unsere Mama. Er ist so eher. Der ist meine Mutter, aber die Hure hat mich von der Feuer verkauft. Du 2 Gramm Koks. Und das hörst du, Mama, du kleine Nutte. Yeah. Jetzt verkaufe ich selbst Gras an dich. Ey, yo. Nutte. Ey, yo. Deine Mutter ist fucking Big Mama. Und gleichzeitig dein Vater. Ey, yo, hör mir zu, dreckiger Knecht. Fick mich im Arsch. Jetzt. Ja. Baller mich hart. This getting out of control. Okay, hör mir zu, Homie, hör mir zu. Ich trag ne Brille von viel Mann. Ich bin Doggy genommen von viel Mann. Schau mir zu, wie ich an Kevin schwanz. Ich als bei Five Guys. Ich will gefickt werden von Five Guys. Mein Bruder fängt an. Die Lara hat einen Schwanz. Okay, reicht doch. Macht den scheiß Beat aus, Mann, bevor ich hier ausrasten muss. Und wer seid ihr, Wichser? Verpisst euch von meiner Hund, Mann, bevor ich euch ficken muss. Ihr kleinen Wichser, Mann. Ich hab hier eine Aufstellung, ich hab Sachen zu tun. Verpisst euch. Okay, ihr habt's gehört, Homies. Bewegt deinen Arsch hier raus, Mann, bevor ich euch ficken muss, Mann. Raus mit euch. Let's go, Mann. Alter, was ist das für ein Abwehr, Mann? Ihr habt unseren OG gehört, man, verpisst euch. Ey, das ist doch mein OG, Bro. Ihr sollt euch verpissen, Mann, habt ihr das gehört? Big R, yo, pack das Ding wieder weg, Mann. Steck nur mal ein Ei in deinen Mund. So. Digga, achso, ich muss bei Waffen gucken. Ich bin so dumm. Boah, 100 Maschinenpistolen, stabil, Bruder. Hä? Ah ja. Trommelgewehr. Ah. Trommelgewehr. Trommelmagazin hier. Das ist das hier, Homie, Alter. Was mit dem, Homie? Ey, Jungs, hört mir mal zu. Was, warte, was gibt's für neue Drogen? Ja, nimm sie mit. Ah, oh, nein, du hast alles gezeigt, glaube ich. So. But you was disrespectless. Yeah, ich hab alles gefunden. Gib mir mal die neuen Drogen. Kannst bei den Vagos an einem Kuchen schnuppern und dann bist du Usain Bolt. Ich glaube. Hey, no, don't you, bro. Wir brauchen diese Taschen erstmal. Oh. Was für Taschen? Wir machen so Taschen. Wir haben die. Ich will den schubsen, Bro. Gekauft, ja. Gib mir meine Tasche. Rangehen. Die ist im Lager. Ja, gib mir. Come on, Bro, come on. Ey, yo. Soll ich ihn einfach umschießen, oder? Nein, Bro, wenn du ihn umschießt, dann weißt du, was passiert. Was passiert da? Ja. Dann komm wir. Ey, don't shoot, don't shoot! Don't shoot him! Wichser, verpiss dich von meiner Auto, bevor ich dich beruhige. He's in the Kopf drin! Yeah, he's in the Kopf drin, bevor du mir einen Shisha-Kopf machst, du kleiner Wichser! Los, Mann!
Ich mach keine halben Sachen, verdammte Scheiße, raus aus meiner Hut, Mann! Raus aus meiner Hut, bevor ihr ausrasten muss, ihr kleinen Wichser, Mann! Ich fick euch! Ich fick euch, ihr kleinen Wichser, Mann! Nehmt diesen Big R mit, bevor ich euch ficken muss, Mann, verdammte Scheiße! Bevor ich euch Big R mach, ja? Bevor ich aus Big R Big Z mache, verdammte Scheiße, verpisst euch, Mann! Ihr kleinen Wichser, Mann! Big R, komm ins Auto, ich lass dich mit mir spaßen, verdammte Scheiße, Mann! Ey, aber ich glaub, die nimmt dich nicht ernst, Mann! Die nimmt dich nicht ernst, Mann? Die nimmt dich nicht ernst, Mann? Oh. Alles gut, Bro! Oh, fuck! Wo ist der hin? Und jetzt verpisst euch, ihr Wichser, los! Ich will ihn tragen, Bro! In deiner Hand, in deiner Hand! Genau, in deiner Hand ist er! Oh, shit, ja. Nimm ihn mit, Mann, nimm ihn mit! Und jetzt erzieht euch, ihr kleinen Motherfucker, Mann! Ihr kleinen Motherfucker, Mann! Verpisst euch, Mann! Verpisst euch, ihr kleinen Wichser, Mann! Soviel zum Thema. Raus aus meiner Hut, Mann! Soviel zum Thema in der Hut schießen. Boah, wenn's raus erschießen will, dann schießt der. Alles gut. Los, hier, Dings, Jungs, hört mir zu. Ich hab was für euch. Was hast du, Omi? Oh. Reif für Autos. Rough Riders. Ich hab's die letzten Tage die ganze Zeit vorbereitet, dass wenn ich zurückkomme, ein Geschenk für euch habe. Okay. Boah, heftiger Tisch, oh danke. Boah, richtiger Hundebein. Darauf haben wir gewartet, Tobi. Danke. Kevin, das geht ja, ganz wichtig. Seine Mutter. Wie wär's, wenn wir die Waffen lieber einlagern? Weil wenn das Rough Riders ist, dann... GG. Von was? Ja, ja, lagern. Weil wir haben alle noch GW-Ausrüstung. Wie viele sind wir? Wir sind 14. Wir sind weniger. Hey, warte mal. Welche Drogen muss ich... Warte mal. Hey, Jungs, die verteilen sich, Leute. Hey, die verteilen sich. Links und rechts sind welche. Lass mal. Ja, die verteilen sich auf Ernst, Bruder. Ja, was wer verteilt sich? Lagert mal die Waffe ein. Lagert mal die Päckchen. Wer denn? Wer denn? Rough Riders. Wir gehen mal mit den Quatzen, da gab's heute Stress. Wir haben ein bisschen rumgeholt. Hey, warum? Wir sind doch... Wie viele sind wir? 12 Leute, fuck. Ja, ja, aber nichts mit Tech. Kevin, hast du irgendwas, wo ich mir ein bisschen besser geht? Mit links sind 2 gelaufen, 3 geht's und rechts sind 2 gelaufen. Was ist deine Nummer? Ich hab 3 und 5, Bruder. Ey, wenn du... Feine. Danke, Bruder. Wer bist du denn? Und gib mir mal auch was. 477. Yo. 477. Ey, Jungs, alle im Funk zuhören. Ja, aber was wenn ist die sich verteilen, ist schon Kriegsansage. Die können sich hier nicht einfach verteilen, wenn die mit uns reden wollen. Ja, wenn die reden wollen, müssen sie sich verteilen, ganz einfach. Ey, könnt ihr ein Auto hier hinstellen, dass ihr auf der Bühne runtergehen? Ey, ihr könnt euch auch verteilen, am besten viele von euch. Ja, ich verteile mich. Warte mal, soll ich mein hey, Attack? Nee, komm du runter. Nein, du musst beim. Ja, Bro. Warte. T-Dog muss aufkommen, der war auch dabei. Ich und T-Dog waren da. Na, Jung. Jungs, ich stelle ein Auto unter diese Kinder. Die Kinder haben Hunter, du warst auch beim Gespräch dabei. Ja, das sind die gar nicht. Ey, die schießen schon? Hola. Nein. Spricht hier irgendjemand? Ja, ich. Ich bin auf einem Dach. Wisst ihr, warum wir hier sind? Ich bin nicht Rough Riders. Nee. Nein, Naomi. Wer hat denn euch gestern eingeladen? Autos, ja. Zur Runde der Kleinen. Ihr wart auch da. Wir waren auch da, ja. Habt Fotos gemacht und seid verschwunden. Fotos gemacht? Unsere Gäste haben das als relativ respektlos angesehen. Also, ich war gestern nicht da. Ich bin seit heute erst wieder da. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Leute waren dann dabei. Sie, waren sie. Ey, zwei gute Stunden waren mit mir in ein Auto steigen, die checken die Dächer ab. Voice Crack. Warte mal, verwacht, ich hab Markt. Wer war gestern alles bei Rivera bei dem Gespräch? Ich und Voice Crack. Samar, komm mal vor. Easy. Voice Crack war das? Das Ding ist nicht auf dem Voice Crack und Samar waren da? Und ich. Ja, und was habt ihr gesagt? Was war respektlos? Unsere Gäste haben es als relativ respektlos empfunden, als von MOB-Seite Fotos geschossen wurde, über die Runde gelacht wurde und die Runde einfach ohne ein Wort verlassen wurde.
Ihr müsst wissen, meine Gäste haben die Sorge, dass irgendwelche Fotos an irgendwelche Personen geschickt werden, die nicht eingeladen waren. Wie also zum Beispiel der Polizei. Natürlich nicht, Homie, Alter. Wir sind die Letzten, die bei den Cops sitzen würden, Alter. Sag mal, was wurden da für Bilder gemacht? Nein, Mann, ich und Wolfsberg, wir haben ein Erinnerungsselfie gemacht. Ich und wir haben einfach nur ein paar Selfies gemacht, Bro. Und da war sogar einer von euch, der hat sich mit aufs Selfie gedrückt, ja? Muy bien. Ich möchte nur ihr gesagt haben, dass wenn irgendwelche Fotos an irgendwelche Beamten gesickt werden sollten, dann werde ich nochmal hier auftauchen, weil irgendwie muss ich dafür dann verantwortlich machen, seh? Natürlich nicht, aber wir sind die Letzten, die es nutzen würden. Erstmal, wir würden niemals irgendwelchen anderen Leuten irgendwas schicken, weil... Es reicht nicht, Coppers, Bro. Nee, wir sind eine Gang, jetzt wenn wir irgendwas an der Polizei schicken. Kevin, kurz vor Flasche, sondern dabei. Übrigens, solltet ihr wissen, dass ihr bei der nächsten Runde nicht eingeladen seid, sie? Wir sind nicht mehr eingeladen bei einer Tafelrunde. Bei unserer nicht, sie. Oh, Scheiße. Oh, fuck, man. Scheiße, man. Fuck, man, ey. Mann, Scheiße, ey. Scheiße. Muy bien. Richtig Scheiße. Nicht traurig sein. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Reno in a wego. Hasta luego. Hallo, wir fahren. Sangre por sangre. Wir sind in keiner Tafelrunde mehr eingeladen. Das ist eine neue Familie, Sosa. Boah, Wolfsberg, der Wichser. Hab ich's gehört, Alter. Das was habt ihr dort für eine Kacke gemacht, Alter? Das hab gehört. Ali hat mir auch gesagt, ihr habt da alles gefickt, Mann. Fuck. Mann, das ist die Tafelrunde, ne? Rat mal, wie es angefangen hat. Ey, die Texte sind jetzt. Oh, Lips, danke dir für deine neuen Zeit. Dann meinte Wolfgang, ey. Gestern waren 6 Tafelrunden, Alter. Genau das meinten wir, Kevin, ja, dass heute Weltausfalltag ist. Wegen jeder Scheiße kommen die hier hin, wirklich. Der eine jetzt wegen Fotos, der andere wegen einer Delle in seinem Auto. Was? Seiko? Es gibt eine Wende gleich, ne? In 45 Minuten. Ja. Dann machen wir danach. Ja, Wende, wir haben Wende. Bruder, wohin gehen die immer? Kevin und sagen wir, ja, ist, Digga, das. Wer ist denn jetzt schlafen? Guck mal, ich sag dir ehrlich. Ja, Homie. Ich hab auch Bock auf so Fitnerfilme, Mann. Ja, wir machen natürlich, Homie. Aber das Ding ist, guck mal, wir sind so gerade, dass wir mit anderen Familien gar nicht so uns trauen mäßig. Ja. Aber vertrau mir, dieses Fitnermachen bei anderen Familien würde sehr viel Spaß reinbringen. Ja, natürlich, Homie. Alter, wir waren gestern bei... Warte mal kurz. Ich schick dir mal... Oder guck mal, geh mal in die Business-App. Hm. Und guck mal. Was? Wer hat das als Profil? Was soll ich gucken? Wer hat das? Warte. Die Lara, nein. Ey, Chifuyo Mosen, glaube ich, bin im Turnier. Guck mal, Samal sein Profilbild an in der App. Samal? Ja. Guck mal, was Lil Mafia gestern auf seinen Kopf bekommen hat von Bitcoin. Ich sehe das nicht. Doch, geh auf SMS. Wo, wie hat er das gemacht? Wie wär's zwischen Fitner, zwischen Young and Reckless und... Young and Reckless und, weiß, wie ich mein. Ah, Bitcoin hat mir das Bild auch geschickt. Hm? Warum hat der ein Dildo im Gesicht? Warum hat Ali ein Dildo im Gesicht? Wir sind gestern hochgegangen. Wir haben über Waffen geredet, über Nahkampfwaffen. Oh. Und Bitcoin hat direkt die Sons ergriffen und hat Fitness zwischen uns und Mafia wollte er machen. Da hatten wir oben ein lustiges Gespräch. Und Mafia und Bitcoin sind nicht so gut zu sprechen. Echt jetzt? Wir haben paar Sprühdosen, ja. Da können wir uns was einfallen lassen. Ey. Wir müssen uns irgendwie reinslicen, da was reinsprühen und rausgehen. Young and Reckless oder Young and Reckless Puerto Vida oder irgendwas anderes. Lass uns zu Bitcoin in seinem Anwesen und da irgendwas hinsprühen.
Auf Undercover. Sollen wir erstmal ein Gespräch mit dem suchen? Mit wem? Mit Bitcoin. Und die anderen Jungs sollen außen rum mäßig Dings, oder was? Genau, genau. Okay, warte, wir sagen, ich hoffe, du bist wieder hier und so, wir müssen ein bisschen quatschen, was hier gerade los ist. Okay, okay, okay. Ich rufe ihn an. Aha. Sosa. Hallo, 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 hallo. Was geht ab, Mann? Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Wieso hast du dich hierher verlaufen? Ja, Mann, ich dachte mir, weißt du, den ganzen Tag zu Hause hängen, kiffen, dies, das, ist langweilig. Natürlich. Das ist auch nicht gut. Ja, ja, natürlich. Ey, ich wollte mal wieder ein Gespräch suchen, Mann. Weißt du, ich war lange weg und so. Ich weiß vieles nicht über die Stadt und Preise, dies, das. Ich nehme an, du hast die Waffenroute noch. Natürlich. Wer denn sonst? Ja, dann hast du Zeit für ein Gespräch, so? Ja, ich bin jetzt mit jemandem im Gespräch und dann komme ich zu euch, bueno? Lass uns das lieber bei euch machen. Gut, bueno, adios. Ich habe deine Anweisung noch nicht gesehen, weißt du? Hast du noch nicht? Nein, nein. Gut, alles klar. Und wenn ich fertig bin, dann sage ich, dann kommst du vorbei. Okay, okay, gut. Adios. Okay, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir gehen. Ich habe gefragt, ob wir bei ihm ein Gespräch haben können. Er hat gesagt, ja. Ja? Okay, dann gehen wir beide hoch. Wir nehmen die Jungs mit. Scheiß mal auf die Scheiße. Lass doch Zivilisten das machen. Sowas wie zum Beispiel Pinguin. Der Hurensohn. Weißt du? Mhm. Nicht, dass unsere Jungs erwischt werden. Ist er wach? Oder was mit den Zivilisten von gerade? Die haben doch eh sowieso nichts zu tun. Ah, hör doch auf, ich lieg doch gleich. Jungs, hat jemand die Nummer von den Zivilisten von vorhin? Welche Zivilisten? Dieser Big AD oder so, wie der hieß. Hallo? Achso, aber das Rummel von OGs. Was? Das Rummel von OGs. Nein. Das ist jemand anders. Sie schon, wie seid ihr im Rummel gesagt im Kleidungsladen, als sie da waren? Gottlos. Ich muss nur einen Ausdruck. Ich hab eine Nummer, was bin los? Hol die mal her. Ich hab einen Job für die. Okay, okay. Boah, wir sind einfach nur 12 Mann, das ist eklig, ja. Wir haben gleich ein Gespräch mit Kali. Ja. Was sagt ihr zu? Sagt ihr zu meinem Aim-Chat 1 bis 10? Lack, wie ich diese Handy erpasse. Ey Jungs, kommt mal zu Hood und stellt euch mal wieder auf. Ich muss euch was sagen. Wir haben gleich ein Gespräch mit Kylie. Zeit und mein Vater stand hinter mir wie ein Löwe. Ein Löwe! Ey, nur weil Sosa schießt, braucht ihr nicht auch alle direkt wieder anfangen zu schießen. Nee, ich hab geschossen wegen SMS. Bug, weißt du? Bug. Buglava? Ey, ich meine ja nur. War ja vorhin genauso. Nee. Ha? Kate, hol mich ab. Nee, andersrum. Ich hab selber Haare. Ich schwöre, T-Doc hatte die schon immer. Hold up. Ja. Wie Moore hat jetzt die Haare wie ich? Weißt du, was Kate gemacht hat? Ich drück ihm einfach Sanktion. Ich drück ihm Sanktion. Nee, ich drück ihm Sanktion. Hallo? Ja, er kriegt Sanktion, Bruder, wenn er die Haare behält. Ja, ist der Sanktionsgrund. Kevin, Luan, kann ich Luan schnell abholen? Wo ist er? Er ist Kleidungsladen, hat kein Auto. Ja, hol den kurz ab. Okay. Aber das ist Kung Fu Fighting. La 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 la. Kevin, ja. Was sagst du den Rough Riders? Gar nichts zu sagen über die Ringe.
Rough Riders, wir gehen später mit denen reden. Ja? Ja. Wir gehen später mit denen reden. Mila? Ja? Ruf nachher Anna von Pearls an. 4x5. Sie will die, die Preise hochschrauben. Ach so, ja, die hat Dings eine Besprechung geplant mit den anderen Restaurants. Das hatte ich schon. Perfekt. Klingeln Sie an oder schreibt in SMS, sag, ey, ich bin auch am Start. Alright. Runde für Restaurants. Stark. Ich schwöre. Egal, die hat eh ganz das System gefickt. Ja, die reden auch über. Leider sind wir nicht mehr bei Rivera. Preise. 4x5? 4x5, genau. Das war bestimmt eine richtig wichtige Tafelrunde, so wie jede Tafelrunde. Okay. Denkst du, die Zivilisten würden das machen? Sorry für die Verspätung. Ich konnte die Zivis gerade nicht erreichen. Es haben nur ein paar Leute, die in einen Kleidungsladen laufen sehen und nach sind da nur ganz komisch andere Leute rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob die noch erreichbar sind. Leute in grün sehen. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay, okay. Keine Ahnung. Ja. Sosa, bist du da? Okay, wir warten kurz auf Sosa. Wir haben gleich ein Gespräch mit Bitcoin. Wir haben überlegt, dass Sosa und ich reingehen und außenrum sprühen einfach zwei, drei Leute ja nur reckless. Wer? Ja, überall. Aber. Was ist, wenn da andere Kalis rumlaufen, das sehen? Dann haben wir ein Problem. Ich sag euch ehrlich, wenn jemand das machen könnte, dann Biggie. Was denn? Er könnte in Kali Anwesen rein, ohne dass jemand ihn sieht, das reinsprühen und wieder rauskommen. Warum? Wir wollen ein bisschen Fitnessdaten haben, ja, Alter. Das ist lustig. Ah, so. Ich schwöre, so. Fitness ist echt geil. Ja, und dann. Man kleidet euch als Zivis. Macht das doch als Zivis. Richtig. Ey, aber die Zivis sind eh nicht da jetzt am Anwesen. Außer wie es gerade angesprochen haben. Nein, ihr kleidet euch wie Kali Zivis einfach. Mit dieser Holz da, mit dieser Waffenholz da. Graue Hose und schwarzer Oberteil. Wer ist das da hinten? Traube, Traube. Guck mal, wann der Hund an. Wer wach? Ja, um 12, um 20.30 Uhr. Geschwister, was geht ab, Mann? Heißt, lass mich raten, du bist vor 5 Minuten aufgestanden. Ja. Ach du heiliger Mann. Wie viele sind wir heute insgesamt in der Stunde? 16. Wir müssen heute auf jeden Fall machen wir Ding. Gang War? Nein, nicht Gang War, sondern Human Labs. So. Dass wir wieder gefickt werden von den Cops? Ja, da ja, der Wichser. Ja, fick dort ist, Mann. Wo bist du? In der Hut. Ist Ozzy auch da? Sorry, Chat. Warte kurz. Der kleine Wichser hat gesagt, heute ist safe 22 Uhr. Human Labs, ja? Wie viele seid ihr jetzt momentan? Wir sind später 14 Leute. Das ist egal. Sorry. Glaube ich, ist egal. Gibt es eine bestimmte Anzahl an Human Labs, wie viel wir sein müssen? Homies. Nein. Sorry, Chat. Nee. Nein, maximal 50 oder 45. Ja, also maximal 45. Scare, danke dir für dein Prime. Ja. Jungs. Ja. Findet ihr es nicht gerade ein bisschen langweilig? Was sagt ihr? Doch, sehr langweilig. Sehr! Guck mal, ich hab mir überlegt, wir haben gleich ein Gespräch bei Kali.
Und ich habe mir überlegt, dass während wir das Gespräch haben, dass außen herum bei denen wir ein paar Zivilisten, weißt du, organisieren oder beauftragen, dass sie überall Young and Reckless hinsprayen. Oh, das ist schwer. Das hat Zivis also, Eiern. Sosa, jetzt mal eine Frage. Was denkst du, was passiert, wenn die uns erwischen? Krieg mit Young and Reckless und Krieg mit Carly. Hey, ich habe eine gute Idee. Sechse? Oh. Nein, maximal Krieg mit Young and Reckless mehr nicht. Ja, mit Young and Reckless sowieso. Warum machen wir nicht OGs drauf? Ich will OGs gegen Kali sehen, Mann. Nein, nein, Mann. OGs gegen Kali. Wir haben eine gute Bindung zu OGs, das wird kacke kommen. Nein, Mann, die verstehen das schon. Die wollen doch sowas. Ja, was so, Junge. Nein, Mann, ich wollte doch den Dings. Die Zivilisten von OGs da. Den, wo die wollte ich es mal lassen. Lass doch einfach Narcos, ah, die gibt's ja eh nicht mehr. Der Dreckige. Aber was haltet ihr von der Idee? Oh. Ah, ja, Habibi, 3-4 Mal. Habibi, denkst du, ich steh drauf? Denkst du, krieg einen Steifen davon? Einen Steifen kriegst du auf jeden Fall nicht davon, Alter. Also. Habt ihr sonst noch eine andere Idee, wie man Fitner machen kann? Wir gehen in irgendeine Auto machen, keine Ahnung. Ja, kann man sich auch als andere Familienmitglieder verkleiden? Nein. Wir haben eine Idee, Mann. Als Kali-Zivis. Achso, hier, du. Wir gehen als Zivis irgendwo hin, zur Familien. Mhm. Und erzählen ihnen einfach, dass wir einen Würfelpack gehört haben, wie die über die andere Familie schlecht geredet haben. Was eine Idee. Wirklich beste Idee. Danke. Schlimmer, wie damals in der Grundschule, du Hundesohn. Wer hat über dich geredet? Dann musst du lieber bitte. Der hat gesagt, du hast einen Popel in der Nase, du Hundesohn. Genauso schlecht im besten deine Ideen, du Hurensohn. Okay, nee, noch ein Vorschlag? Ja, ich hab vielleicht eine Idee, wie wir alle Kali-Leute in das Haus von denen kriegen. Indem ihr einfach sagt, wir wollen mit allen euren Mitgliedern reden, wir müssen euch was sagen. Und das ist eigentlich, dann können 2-3 draußen sprühen eigentlich. Ja. Wenn alle drin sind. Stimmt. Und Sosa, du laberst in irgendeinem. Ja, ich hab eine Idee. Die gehen alle dahin. Ich sag, ich muss euch was sagen und die denken sich wahrscheinlich, oh, die lösen sich auf, dies und das und so. Seid mal leise. Man hat Sosa nicht verstanden. Hast du Stimme im Kopf oder so? Nein, hier, neben mir, also, ich hab dich nicht gehört. Auf jeden Fall gehen wir dahin, sagen so mäßig, wir müssen mal mit allen Leuten reden, dann kommen alle Leute rein, damit das jeder mitbekommt. Und dann laber ich irgendeine Scheiße und in der Zeit schreibt einer von euch eine Nachricht, dass die draußen das machen können, das Go geben können, weißt du? Dass sie da Young Reckless ransprechen. Ich schreib dann die Nachricht. Ja, genau. Und Sosa redet weiterhin. Ja, okay. Das Ding ist, wir brauchen nur ein paar Zivilisten, denen wir vertrauen. Nein, wir könnten noch schlauer machen, Sosa. Was? Ja, guck mal, wir nehmen 2 Leute von uns, die sich ankleiden wie Zivis, die Kali gar nicht kennt. Zum Beispiel wie Biggie, ist Undercover und Ombre. Nein, Biggie und Ombre. Mhm. Was denn? Was wollt ihr? Die beiden ziehen sich als Zivis um und sprayen dann draußen. Weil dann haben wir das schon mal gespart mit Zivis und dies und das. Mich kennt sowieso keiner, soll ich einfach sprayen? Also ich mit Luan Luan und Biggie. Ja, okay, ist auch gut. Ja, ist sogar eine bessere Idee. Soll ich die rausholen? Mhm. Aber wenn dann irgendwas passiert, Luan, bitte nicht irgendwie Dingens. Ja, er wird sagen, ich bin von beleidigen. Oder irgendwie Dingens sagen direkt, dass du von Hobby bist. Das sowieso nicht. Von Hobby? Von Hobby. Dann hat die Fresse in Lara. Dann hol ich 2 Sprühdinger raus. Was ist für ein Heli? Delara. Ja? Okay, ich hol 2 Sprühdinger raus. Mach die. Warte, wer fährt alles hin? Ich dachte, wir alle. Alle? Ja. Wir alle. Ja. Und die 2 anderen, ihr fahrt mit einem Zivilfahrzeug. Ja, wir fahren mit dem Midas-Auto. Okay. Dann mein Auto. Die holt sie selber raus. Okay. Ich ruf mal Bitcoin hin. Lass schon mal Kolonne machen. Was ist mit SNS und so? Sollen wir die einlagern oder? Die könnt ihr eigentlich lassen. Oh, meiner ist gar nicht. Ach, ja.
Ja. Ey. Kevin! Kevin, ja. Lass schon mal in deren Hut fahren. Ich geh mal bei, hier bei, bei Bitcoin scheißen. Ich will noch ein Bild schicken, denn. Ja, okay, dann hol Fahrzeug raus. Was ist deine Nummer, Traube? Was macht der? Keine Ahnung, was der denn macht. Nee, doch so viele Fahrzeuge, wieso holst du die Weste von dieser Ding? Oh mein Gott, was für ein Auto? Geh mal raus, du! Ja, geh mal noch ein Auto raus. Ey! Guck mal, warum, was hab ich dir getan, okay. Bruder? Ey, hast du mich so gesehen? Das trinkt gleich dein Vater. So. Du fahrst nochmal. Wir fahren es nochmal vor. Oh. Ja. Die müssen noch gar nicht losfahren. Die müssen noch gar nicht losfahren. Ich sag dir Bescheid, wann die losfahren sollen. Okay. Ja. Wartet noch. Sosa sagt, wann die losfahren soll. Bing Dings. Bei Bitcoin kommt erst nach. Okay. Fuck, Junge. Du musst mir gleich noch den Helikopter. Überschreiben, ja. Überschreiben. Und überschreib noch die Fahrzeuge, die du verkaufen willst. Verkaufen willst. Was ist dein Problem heute? Ich mach das schon 2 Jahre. Weiß nicht, das regt mich irgendwie dazu an, selber so zu reden. Ja, warum redest du nicht so? Das wäre was weiß Neues. Weiß nicht, Alter. Wird dir so das stehen, Habibi. Dann wird auch mal endlich mal eine Frau feucht bei dir. Feucht meinst du, ja? Weil ich ihr vielleicht ins Gesicht pucke. Ja, hä? Sonst anders wird sie nicht feucht. Bei dir Huren sowieso nicht, Alter. Dass du das nicht anders kennst, ist das doch normal, du. Wie sexy ist aus, Alter. Was redest du, Alter? Weißt du, 4 Nummern nicht so nah, Alter? Ich hab 3-4 Dates jeden Tag. Hau rein. Way, yo! Ja, guck jetzt. Die haben Kaugummi-Automat drin, die haben Bankautomat drin, die haben was du willst. Habibi, Alter. Oh, da hat schon jemand was hingesprüht. Okay. Komm. Mit einfach Sex auf der Wand. Sag, soll ich dein Bild sichern? Kann man das weiterleiten? Also ich kann ein Bit machen und dann Bitcoin sichern. Biggie ist nee, ich muss es schicken. Der muss dringend. So. Ja, du kannst im Sitzen, glaube ich, ein Ding machen. Hallo? Wieso? So, was ist das von Kevin? Was hier komisch drauf, was redest du da? So Daumen hoch Emoji? Geht das? Daumen hoch Emoji. Ja, okay. Okay. Macht. Ah, hier. Hallo? Hä? Hallo? Was habt ihr hier oben gesucht? Kacken wir nicht. Nee, ich war nur auf Klo. Achso, ist gut. Mr. Bitcoin kommt sofort, ja? Nee. Ist der schon hier? Nein, der kommt gerade jetzt auf dem Weg. Okay, kannst du, habt ihr hier was zu trinken? Ey Jungs, wo seid ihr? Zu trinken, ich kann dir gleich was holen. Ja. Hast du es bereit hier? Wir sind schon bei dem. Machen wir. Warte ganz kurz. Doch, ich hab was. Wie viel ist Bitcoin gerade? Deine Glückszahl. Meine Glückszahl, 477. Meine ist 188. Aber meine ist 5. Jamal, du kriegst irgendwann was. Ja, easy, alles gut. Dann merkt ihr die 5 einfach, ja?
Boah, der Platz gefällt mir irgendwie. Setz dich da lieber nicht hin, ich sag dir ehrlich. Ah, okay, okay, sorry, sorry. Was geht ab? Was geht ab, Omi? Was geht ab? Ich höre, was geht, Alter? Pig Black, Omi, Alter! Was für Pig Black, Black, Alter? Mann, also Pig Black, Junge. Franco. Das Franco, das ist doch klar. PD, Bruder, mein alter PD-Kamera. Wie geht's dir, Omi, Alter? Was darf die Klamotten an? Du hast keine gerade Klamotten an. Was ist das, Omi? Na, Bruder. Ey, du bist Jamal auch hier? Ja, mein Bruder. Ja. Was geht, Jamal? Was geht, Jamal? Ist gut. Auch gut, auch gut. Freut mich, ja. Ich habe soeben meine dritte Weihnachtszeche gezogen, Bruder. Mir geht's so gut. Willst du mir nicht eine schenken? Oh, oh, oh. Nein, Bruder, natürlich nicht. Ist das der einzige Transfer, was Kali macht? Vom PD zu Kali? Nee, Bruder. Ja, Bruder, ich war doch beim PD, Bruder. Ich habe doch ganz andere Sachen da gemacht, weißt du doch. Ah, da war doch, der war dreckig. Ja, damals war, der, alle um, ja. Damals war das PD noch dreckig. Natürlich. Heute ist es noch dreckiger. Jetzt ist nur noch den Dreckig. Mit den Zelt zusammengeschlagen. Ja, nein, bleiben ich bin auch der ist okay. Auf dem Weg. Oh, meine Zasse gezogen. Oh, der hat gesagt, du sollst schon mal die Hose runterziehen. Boah, zweimal Nikolaus gezogen. Boah, ich auch. Ich hab Weihnachtstasse gezogen. Ich hab einfach zweimal Weihnachtsmann gezogen. Hat euch jemand eigentlich reingelassen? Oder seid ihr Boah, warum verteilt schon? Ja. Der andere mit kurzen Haaren. Benny. Ich hab einen Skin. Ja, Benny, glaub ich. Oder. In der Links. What's up, guys? Oder, wow, homies. Wie mach ich meinen Goldskin rein? What's good, my boy? Oh, what, my papa. Wo ist mein Goldskin? Dein Goldskin? Keine Ahnung. Muss doch irgendwo sein, deine Tasse. Er ist aber nicht in meinen Tasse. Ja, dann hast du Pech gehabt, Baby, deine Tasse. Hast du die mit dem Skin eingelagert gehabt? Guck mal, ich hab. Ah. Seht ihr das auch Gold? Heftig. Ja, klar. Mhm. Mhm. Clean. Rosa ist heftig. Ja. Sieht aus wie Dildo von der Mutter, Rosa. Sieht wirklich geil aus. Hola, alles klar, du? Hallo. Hey, Bitcoin, alles klar? Ja, natürlich, Hermanos, alles klar. Gut. Weißt du, wann alles gut ist? Wenn der Tag vorüber ist. Diese Familie hier. Sobald es den Leuten gut geht. Oh. Gänsehaut. Okay. Dann wisst ihr wieso, Hermanos? Warum, Hermanos? Wieso? Ich hab mal von Yoshi Atoshima von Shoko. Er kommt aus Kyoto, Japan. Ein Sprichwort gehört. Und das ist solange. Wie bitte? Was ist das? Was du gerade davor gelesen hast. Das sind Süßigkeiten von Ausrufe. Von King. Das war einfach nur der Name von den Hermano. Okay, tut mir leid, jetzt wollte ich nicht unterbrechen. Er sagte mir, wenn ein leeres Glas Wasser mit Wasser befüllt wäre, wäre es nicht leer, sondern mit Wasser befüllt. Kevin, da? Boah, ich hab auch was. Boah. Bitcoin. Ja. Das heißt Mr. Bitcoin. Mr. Bitcoin. Was passiert, wenn man eine Blume isst? Sie wächst. Nein, dann gießt man eine Blume. Boah! Sehr, sehr stark, mein krank. Und was passiert noch? Der war echt Kevin. Sie wächst. Und sie wird feucht. Und was passiert noch? Du schenkst ihr Leben. Tomaten, du Vollidiot. Tomaten? Von jeder Blume kommt Tomaten? Passiert es Tomaten. Passiert wie Tomaten. Ich hab ein bisschen gebraucht. Oh, könnt ihr jetzt aufhören damit, ihr kleinen Wichser, Mann? Also, Sosa, was kann ich für dich tun? Hermano, ich war ja lange weg, Mann. Ja? Sind alle deine Leute da gerade? Ich möchte mäßig was verkünden. Und ich will, dass alle deine Jungs dabei sind, weißt du, damit ich das nicht... Du willst geht was verkünden? Nicht, nee, geht nicht, das... Geht nicht, Hermann, das sind andere, das sind alle Hacking-Kontrolle. Was ist das? Das passiert bei jedem. Er kommt auch noch, dann wartet ab, er kommt auch noch. Hacking-Kontrolle? Ja, jeder. Er meint die jetzt gerade wach sind. Ihr seid gerade nur 6 Mann? Ich erkläre. No, wir sind eigentlich mehr. Aber die anderen sind noch, wie gesagt, die lassen sich noch kontrollieren. Zum Arzt, Hermano, die checken ihre Körperteile. Ah, Körperteile! Okay, ich verstehe. Ich kannte mal jemanden, der hat so ein Ding in seine Arschränge geschoben bekommen, deswegen. Die haben ein Paket nicht gefunden. Okay. Ich verstehe, okay. Das Ding ist, ich muss was erkunden, Mann. Okay? Ich war ja lange weg.
Und ich will auch natürlich, auch wenn wir manchmal verfeindet waren, will ich auch, dass ihr wisst, was war und wie es in der Zukunft mit MOB laufen wird. Weil ich hatte in letzter Zeit wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Wirklich sehr, sehr hart. Wieso weiß ich jetzt schon, dass du mich verarscht? Nein, es ist keine Verarsche. Ich hatte in letzter Zeit eine harte Zeit und wie soll ich sagen, es ist... Bleib ruhig, alles gut. Ja, ein Taschentuch. Es ist auch sehr schmerzhaft gewesen, weißt du? Ich liebe eigentlich die Stadt und ich möchte eigentlich jederzeit da sein, weißt du? Bloß in Zukunft wird sich halt einiges verändern. Bro, nicht mein, bitte, weit nicht. Bene, alles gut, beruhigen Sie sich, alles gut, wir haben das schon unter Kontrolle. Was passiert hier gerade? Das ist so hart, ihn heulen zu hören. Wie soll ich euch sagen, also in letzter Zeit war ich halt nicht oft da. Warte kurz, okay. Mach weiter. Du verstehst die Zwiebel! Ich schaff das. Also ich war in letzter Zeit lange nicht da, weil ich Hämorrhoiden hatte. Also doch, stark. Was Starke Hämorrhoiden, Mann. Wirklich starke Hämorrhoiden. Ich bin stolz auf dich, Soße. Bitcoin. Und ich weiß nicht, wie ich in nächster Zeit damit umgehen soll, weil jedes Mal, wenn ich meinen Arsch abwische, das geht nicht. Ist da Blut und mein Arsch brennt. Es kommt doch einfach Blut aus deinem Arsch. Aus seinem Arsch. Wissen Sie, wieso, Mr. Bitcoin? Wieso? Nein, das weiß ich nicht. Weil unser Anwesen noch keine Schlüssel hat, da sitzt es jeden Tag auf dem Boden. Deshalb. Wir warten immer noch auf den kratzigen Asphalt. Meine Hämorrhoiden sind so lang, ich habe mittlerweile 4 Beine. Und ich war beim Arzt. Ich kann da nichts gegen machen. Nix. Es sieht so schlecht aus für ihn. Wie soll ich? Hast du das auch gesehen, die Dame? Nein, natürlich nicht. Ich habe meine Augen geschlossen, aber natürlich. Ich habe es gehört. Ja. Ah, okay, klar. Er hat geschrien in diesem Krankenzimmer. Ja, reicht, Mann! Wir konnten das alles hören. Oh, okay. Also, die kann man auch nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise abschneiden. Und wieso sitzt du dann mit deinem Kulum hier auf meine Krokodilleder-Couch? Guck mal das Bild, was ich dir vorhin geschickt habe. Welches Bild? Das schnell ich mal als Call. Da kommen hier einige Erinnerungen hoch, Sosa. Ja, oder? Wisst ihr, wie ich den Pendejo die mir da kennengelernt habe? Nicht wie andere Leute ganz normal in irgendeinem Club oder in einer Shisha-Bar. Das erste Mal, als er hier in meinem Haus war, hat er an meiner Scheiß-Toilette Mierda gemacht. Naja, danach musste er das mit seinem Mund alles sauber machen. Aber egal. So war die Geschichte nicht. Mit seinem Genauso. Mund? Mit seinem Mund, ja. Kann man noch die Geschichte von Sosa hören? Ich will das Blatt von zwei Seiten hören. Sosa, wie war das? Ich habe damals einen Kali-Jung beauftragt, das zu machen. Das Ding ist, ich konnte mich nicht mit ihm unterhalten auf irgendeine Art und Weise, weil ich weiß nicht, er konnte nicht reden. Aber durch ein paar Moves, wie so. Hat er verstanden? Hat er verstanden? Das, weißt du, wie ich meine? Ja, Mogli. Gut, dann machen wir heute den Diller dicht und verlangen was. Adios. Heute gibt's Action, Hermanos!
Warum Action? Ja. Wie geht den scheiß Dealer dich machen? Gegen wen? Den Dealer für die Camper. Den Dealer für die Camper? Also alle, die Camper machen, müssen jetzt an uns bezahlen. Wahrscheinlich auch hier. Oh mein, nee, wir haben mit, Camper nichts zu tun. Wir haben mit Camper nichts zu tun. Bitcoin, was ich noch fragen wollte. Ja. Wo sind die Waffenpreise gerade? Die sind gerade da, wo sie hingehören, Romano. Dort, wo die Drogenpreise sind, sind die Waffenpreise noch nicht, aber die sind auch schon etwas höher. Sie. Also du willst die Waffenpreise wieder anheben? Nein, 50.000 reichen erstmal. Für eine Tag? Für eine Tag. Komisch, als du am Anfang die Waffenroute hattest, hast du zu mir gesagt, du willst die Preise runtermachen, damit sich niemand beschwert. Habe ich auch. Nein, Sosa, nicht damit sich niemand beschwert. Das ist was, nicht richtig. Du hast vieles verpasst, Sosa. Darf ich dir mal eine Frage stellen, Sosa? Weißt du, was momentan Munition kosten für eine Waffe? Nee. Rechne das mal um. Wie viele Schuss gibt ein Magazin? 30, oder? Mit Trommel. Patrone, ja richtig. 30 Patronen sind in einem Clip, oder? Mhm. Und wie viel ist 30 geteilt durch 2500? 30 geteilt durch 2500. Richtig. Das sind 0,012. Yeah. Wie? 30 geteilt durch 2500. Ja? Yeah? Also 2500 geteilt durch 30, meine ich. Achso. Nee, dann hast du dich falsch ausgedrückt. 83. Ja, richtig. 80. Wie viel? 83. Das heißt, du schießt jede Kugel, die du schießt, kostet dich $83. Oh. Weil die Waffenpreise, die Munitionspreise von Kanon so gemacht worden sind. Und jetzt frag mich, was es dafür braucht, um dich etwas aufzufrischen, damit es dir wieder gut geht. Wenn du alle Drogen kombinierst, 2800. Einmal auffrischen. Und was sagt man? Was heißt das dann? OGs und Karton sind scheiße. Ja, richtig, Biggie. Aber was noch? OGs und Karton sind scheiße. Das weiß ich. Aber was ist das, wieso wir hier sitzen? OGs und Karton sind scheiße. Ach, scheiß drauf. Was? War das mal Fufu? Das war Biggie Smoke. Das heißt, ihr seid nicht gut mit OGs? OGs und Karton sind scheiße. Reicht das als Antwort? Ja. Wer hat das gesagt? Das war Biggie. Mann! Ja, Sir. Wieso bietest du den Leuten kein Getränk an? Was soll die Scheiße? Ich war nicht. Ich hab vorhin gesagt, ich will einen Chai haben. Mit zwei Zuckerwürfel. Was wir sind hier, glaube ich, nicht am lieberen Café. Jamal. Ja, Bro. Jamal. Ja, Bro. Wer redet mit dir, Versager Mierda? Jamal. Hola. Oh, shit, Bro. Dieser eine Zivi kam heute mit diesem Mahon. Ja, natürlich. Klar. Hat eine Ansage gedrückt. Mahon, wie heißt der Mann, der da steht? Das. Keine Ahnung, die haben alle graue Haare. Ich kann das nicht erkennen. Wow. Oh. Sehr stark. Und das dahin. Was sagt Alter? Kann ich noch. Aber seine Zivis kennt er gut. Ja. Yeah. Mit denen er uns Ansagen drückt. Bitteschön. Danke dir. Obwohl, ich will doch nichts trinken. Warum? Kevin? Was mit dir? Einen doppelten Bourbon? Na, danke, Baby, ich hab's einen Cola gehabt. Ich hätte gerne doppelte, was ist doppelte Bourbon? Kaffee Latte mit Blaubeeren. Gut, dass ich den dabei habe. Was ist doppelte Bourbon? Ja. Ein doppelter Bourbon? Ist mit Alkohol. Ja, natürlich. Bitcoin, du hast hier Alkohol? Natürlich nicht. An den Tischen sind Schnapsflaschen. Oh. Was sagt jemand von deinen Leuten an meinem Verarbeiter? Was sagt er? Bitcoin trinkt heimlich Alkohol. Ich hab ein Foto sogar davon. Die gehören Loco Tony. Loco Tony ist Big Macs. Okay, bueno. Du weißt, wir haben das alles dicht gemacht. Ich sammle jetzt von jeder Familie alle Waffenteile, bueno? Was soll das, Diego? Ich bin nicht hässlich.
Wir machen, sammeln alle Teile von den Hermanos, die du hast. Und wir machen dann, dass ihr eure Sachen davon bekommt. Bueno macht das, versucht das heute fertig zu machen. Wer ist das hier? Von den Jungs? Jamal, ja, Digga. Was soll ich wissen? Das ist